Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Auf die Überholspur. Heute schauen wir uns eine Frage an, die wir oft gestellt bekommen, nämlich wie läuft denn eine Computerprüfung ab und wie bereite ich mich am besten darauf vor? Bleib bis zum Ende dabei, dann habe ich einen ganz besonderen Bonustipp für dich. Los geht's! Eine Frage, die wir immer wieder gestellt bekommen: Welche Module muss man denn bei einer Computerprüfung alles machen? In Österreich ist das so, dass die Computerprüfung in Module eingeteilt wird. Es gibt das Modul Grundwissen, wenn man den B-Führerschein, also einen Autoführerschein macht, und das Modul, das klassenspezifische Modul B. Man muss beide bestanden haben, damit man zu einer praktischen Prüfung antreten darf. Das Modul Grundwissen musst du aber nur einmal im Leben machen. Das heißt, wenn du irgendwann später einen A-Führerschein nachmachst oder einen Anhängerführerschein, dann brauchst du dieses Modul Grundwissen nicht noch einmal zu einer Computerprüfung machen. Wenn du zum Beispiel schon einen Motorradführerschein A1 mit 16 gemacht hast und du machst dann mit 18 den B-Führerschein, ist das Modul Grundwissen ebenfalls schon erledigt. Das musst du nicht noch einmal machen. Auch den Theoriekurs dafür musst du nicht noch einmal besuchen. Das heißt, wenn jemand den Führerschein A zum Beispiel nachmacht, kommt zur Computerprüfung nur das klassenspezifische Modul A. Wie lange dauert jetzt so eine Computerprüfung? Für jedes Modul hast du 30 Minuten Zeit. Die durchschnittliche Prüfungszeit bei uns beträgt so zwischen 10 und 12 Minuten pro Modul. Aber wie gesagt, du kannst dir 30 Minuten lang Zeit lassen. Dann werden allerdings alle Fragen, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht beantwortet sind, als falsch gewertet. Ich bin jetzt schon lange in der Fahrschulbranche tätig. Bisher ist das ein einziges Mal passiert, dass diese 30 Minuten nicht gereicht haben. Eine Frage, die wir sehr oft gestellt bekommen, ist die Frage, was passiert denn, wenn man bei einer Prüfung durchfällt? Also das ist natürlich kein Beinbruch, man kann bei einer Computerprüfung einmal durchfallen. Wenn man einmal durchgefallen ist, dann gibt es in Österreich eine 14-tägige Wiederholungsfrist, also man muss 14 Tage warten, bis man wieder antreten darf. Diese Frist gibt es schon ewig lange, deshalb haben Fahrschulen auch alle 14 Tage ihre Computerprüfung. Wenn du bei einer Computerprüfung zum Beispiel beide Module gemacht hast, Grundwissen und B, du würdest bei einem Modul nicht die 80% schaffen, also das heißt eben leider nicht bestanden, dann musst du in 14 Tagen einfach das nicht bestandene Modul noch einmal machen. Und dann gibt es eine Frage, wie lernt man denn richtig für die Computerprüfung? Es gibt immer wieder Kundinnen und Kunden, die eine Vorprüfung oder eine Prüfungssimulation nach der anderen machen. Das kann unter Umständen sehr gefährlich werden, weil man, wenn man immer nur Prüfungssimulationen macht, nicht alle Fragen gesehen hat. Es gibt in Österreich einen Fragenkatalog, also es gibt diese 1400 Fragen ungefähr, die man für eine Prüfung Grundwissen und B machen muss oder lernen muss. Aus diesem Fragenpool kommen dann gewisse Fragen zur Computerprüfung. Aber wenn man jetzt nur Vorprüfungen lernt, also nur Prüfungssimulationen, dann kann es durchaus passieren, dass man gewisse Fragen noch nie gesehen hat und dann völlig überrascht ist bei der Computerprüfung, dass man eine Frage bekommt, die man vorher noch nicht gesehen hat. Deswegen unser Tipp, lern nach Themen, mach zum Beispiel alle Verkehrszeichen einmal durch, dann hast du zumindest jede Frage einmal gesehen. Du kannst dann natürlich, muss man zur Abwechslung und zur Auflockerung machen, einmal eine Prüfungssimulation. Dann siehst du, wo du stehst, wo du noch lernen musst. Aber einmal sollte man alle Themen durchgemacht haben, damit man jede Frage zumindest einmal am Bildschirm gesehen hat. Eine weitere Frage, die wir sehr oft gestellt bekommen, ist die Frage, naja, kommt aus jedem Thema zumindest eine Frage? Und die Antwort ist leider ja. Man muss also alle Themen lernen, weil aus jedem Kapitel, das im Buch drinnen ist oder das im Vortrag vorgetragen wird, kommt zumindest eine Frage. Es kommen zwei Verkehrszeichen, es kommen drei Kreuzungen, es kommen Fragen zum Thema Alkohol. Jeden Themenblock, den man einmal durchgemacht hat, kommt also zumindest eine Frage. Manchmal sind es auch zwei oder drei Fragen. Also man kann nichts weglassen und sagen, naja, von diesem Thema kommt bei der Prüfung einmal keine Frage. Wie kann man nun lernen? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Die altmodische, aber immer noch beliebte Möglichkeit ist, nach einem Buch zu lernen. Also wir haben Lehrbücher, wo sämtliche Fragen drinnen sind. Die sind quasi vorausgefüllt, also man hat da schon den richtigen Haken bei der richtigen Antwort. Wenn das jemand mag, etwas haptisch in der Hand zu halten und danach zu lernen, ist das völlig okay. Es gibt aber auch natürlich die Möglichkeit, online zu lernen, also sprich mit Online-Tools. Wir haben kostenpflichtige Apps von unseren Lehrmittelherstellern, die kannst du bei uns kaufen. Manche Lehrmittelhersteller bieten sogar an, dass man, wenn man bei einer Frage sich überhaupt nicht zurechtfindet,
auf einen kleinen Hilfe-Button klickt, dann bekommt man die Buchseite und könnte das Ganze dann in digitaler Form im Buch nachlesen. Wenn dir diese Videos gefallen, lass uns ein Like da, abonniere den Kanal, sag's weiter, dass es uns gibt. Das würde uns ein bisschen Reichweite bringen. Wir danken dir schon im Voraus dafür. Und ich habe dir ganz am Anfang einen Bonustipp versprochen. Es gibt nämlich in Österreich eine Plattform, wo man gratis lernen kann. Das ist dieses f-online.at. Das ist eine Seite von einer westösterreichischen Firma, sie sind in Tirol angesiedelt, die sehr aktiv sind, die immer die aktuellen Fragen online haben, und dort kannst du gratis für deine Führerscheinprüfung lernen. Da sind auch die aktuellen Fragen immer drinnen. Wir wünschen dir viel Glück bei der Computerprüfung und freuen uns schon wieder auf ein neues Thema nächste Woche, wenn es wieder heißt auf die Überholspur. Bis dahin, schön rechts fahren.